Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge und der ersten Folge im neuen Jahr. Und ja, die neue Folge betrifft Gold Rush, wie ihr seht. Und als allererstes möchte ich euch von Herzen ein gesundes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht, ne? Und ja, habt dennoch schön in dem Sinne gefeiert, allem drum und dran. Und deswegen lasst uns hier einfach mal ganz entspannt weitermachen, ne? Ihr hattet mir ja in die Kommentare geschrieben, dass ich den Eimer hier hinten im Zelt auswaschen kann. So, da werden wir jetzt mal hingehen, da werden wir das Ganze mal probieren. Ihr könnt natürlich das Ganze unterstützen, indem ihr logischerweise ein Däumchen da lasst, ne? Denn ihr wisst ja, ein Däumchen ist ein Träumchen und da könnt ihr mich so quasi unterstützen. So, okay, Goldpfanne. Was machen wir jetzt? So, warte mal. Das. Ah, alles klar, da muss erstmal Wasser rein. Warte mal. So, müssen wir mal Wasser holen. Oder haben wir hier irgendwo Wasser? Nö. Nö, verdammte Axt. Hier, Wasser, Wasser, Wasser. Gucken, ob wir hier gleich rankommen ans Wasser. Oh ja, das sieht gut aus. Ja, gut. Nehmen wir mal Wasser mit hier. Kippen wir das mal rein. Und dann schauen wir mal, was passiert. So. Müssen die erst dort rein oder was? Na, warte. So, nu. Muss doch aber. Warte mal. Nee, so wird das nicht. Warte mal. Normalerweise. Warte mal. Okay, pass auf. Wir haben ja hier unser schönes Notizbuch. Palim, palim, palim. Okay. Zelt, Goldpfanne, große Schüssel. Das plus das. Also, das plus Wasser. Okay. Kann ich die öffnen? Muss ich die Schüssel jetzt mit Wasser füllen oder was? Warum geht das nicht mit dem Eimer? Alles klar. Okay. Okay. Wir haben es, Leute. Wir haben es. So, gut. Stellen wir das Ding einfach mal hierher. So, platsch. Jetzt nehmen wir das. Und jetzt müssen wir ein bisschen. Ah. Ah. So werden. So werden zu. Ah, jetzt wird's. Jetzt wird's. Oh, seht ihr, da funkelt's schon. Da funkelt's schon. So, dann machen wir noch ein bisschen mehr. So. Okay. Okay. Noch ein bisschen. Warte mal, ist das so rustig? Ich denke mal, was? So. Okay. Jetzt haben wir, warte mal, irgendwo. Das stellen wir jetzt mal hier her. So, zack. Und was müssen wir denn jetzt? Okay, wir haben das, also wir haben das jetzt ausgewählt. Das haben wir gemacht, hin und her. Ja. Nur noch mal. Ja, wartet, mein Lieben, ne? Das ist ja, das ist gar nicht so einfach. Warte mal. Okay, links, rechts. Okay. Oh, schön hin und her. Runter. Oh, gehen wir nochmal hier rein. Oh. Hin und her. Nicht so doll. Okay. Wird langsam. Wir bekommen das hin. Wir bekommen das hin. Okay. Palim, palim, palim. Hier drüben war es. Mal jetzt diese komische Pinzette.
Wir brauchen eine Pinzette. Wo ist die komische Pinzette? Müssen wir die erst noch kaufen, oder was? Der Goldsammelmodus, um Gold einzusammeln. Das ist nämlich gar nicht so einfach, meine Lieben. Warte mal. Palim, palim. Hinten haben wir nichts weiter. So, ja, der ein oder andere wird vielleicht so ein bisschen hat die Krise bekommen, aber den stellen wir mal hier hin. Da, zack. Aber ich muss mich da erstmal kurz einfuchsen. So, wartet mal. Gehen jetzt hier noch mal rein. Hoch und da. Okay, das ist das. Ach. Alles klar. Oh. Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt haben wir es. Jetzt probieren wir es nochmal. So. Noch ein bisschen was rauskommen, oder? Das kann jetzt schon Gold gewesen sein. Wunderbar. Oder ist das jetzt schon gewesen sein? Oder? Jetzt kann ich mal sein. So. Ah, doch. Was jetzt? Verdammte Axt. Na gut, okay. So, pass auf, wir stellen das hier hin. So, okay. Jetzt haben wir unser Gold. Haben wir hier. Wartet mal, wir werden mal Folgendes machen. Wir nehmen unseren Eimer und wir haben ja hier schon noch was reingemacht. So, zack. Folgt ab. Wo aber die Matten? Nicht du? Wo sind die Matten? Dachte schon, die Matten sind weg. Ja, Mensch. Okay, machen wir ein bisschen Wasser rein. Ja, aller Anfang ist schwer, meine Lieben. Aller Anfang ist schwer. Das ist halt wirklich. Ihr hattet auch geschrieben, dass da irgendwie noch eine Rutsche vorne dran soll. Das haben wir ja hier Platz. Die können wir uns dann noch beim Shop dann logischerweise holen. Und ich denke mal, weil da sind ja dann ein paar Matten mehr drin. So, den stellen wir jetzt hier her. Jetzt nehmen wir uns die hier raus. Und die jetzt hier rein. Okay, wunderbar. Hier wieder hin. Hier raus. Und hier wieder rein. So, und dann müssen wir mal gucken, wo man die wo wir die Goldnuggets dann quasi hier hinbringen können. Also die Goldstückchen, die wir dann haben. So, warte. Abstellen. So, wie machen wir, aber wie machen wir das Ding jetzt leer? Palim, palim. Warte. So, mal leer machen. Okay, stellen wir die jetzt hier her. Zack. Und rein da. So. Wieder. Eins vorsichtig. So, und jetzt heißt es wieder Öl zu. Warte mal. Wo haben wir es denn? Haben wir dich. Okay, wunderbar. Ja, mal weiter gucken, ob wir vielleicht noch was finden. Kann ja nicht das einzige gewesen sein, oder? Oder war das das einzige? Gottes Willen. Also, wenn wir da wirklich so wenig bloß rauskriegen. Dann sollten wir ja schleunigst zusehen, dass wir das irgendwie automatisieren. Okay. Also mehr war nicht. So. Schauen wir mal. Wo können wir das denn verkaufen? Was haben wir denn hier? Miet, Gold Glen Bank. Ja, vielleicht müssen wir zur Bank fahren. Ja gut, wir müssen eh zum Händler fahren. Also zum Shop, oder? Wo man ja das ganze Gedöns, ihr wisst ja, was ich meine.
Bekommen. Deswegen fahren wir da einfach mal hin und schauen natürlich auch gleich mal bei der Bank vorbei. So, ach, verdammt. Sollten vielleicht auch hinten die Klappe zumachen. Macht sich besser. So, zack. Du. Rein. Und machen wir einfach mal ein. Wunderbärchen. So, ab geht die Luzi. Man muss natürlich sagen, klar, der eine oder andere wird sich denken, oh mein Gott, was macht der da? Aber ja, ich finde es cool, das Ganze so zu entdecken, allem drum und dran. Ihr könnt natürlich sehr gerne auch in die Kommentare. Au. Wieder irgendwann gefahren. Unglaublich. Ist unglaublich. Ihr könnt natürlich sehr gerne in die Kommentare schreiben, was ist denn nun? Fahr doch mal los. Was ihr davon haltet, ne? Und logischerweise, ob ihr mehr davon sehen wollt, ne? Das ist ganz klar. Und ja, Tipps und Tricks könnt ihr mir auch sehr, sehr gerne logischerweise in die Kommentare schreiben. Da bin ich immer sehr davon angetan. Warte, hier geht's lang. Denn das Schöne ist, ich kann das Spiel mit euch dann quasi gemeinsam entdecken. Ne? Das ist halt wirklich sehr, sehr schön. So, jetzt fahren wir mal nicht so schnell. Das ist ein schön rutschig hier, mein Lieber. Gesangsfrei. Okay, jetzt haben wir hier. Das ist das, was ich. Huppala. Der rutscht ein bisschen hin und her. Ja, das mit dem Laden, was wir gerade oben rechts gesehen haben, das ist das, was ich euch in der letzten Folge schon mal erklärt hatte. Die Map muss ich halt erstmal ein bisschen laden. Und ja, dann läuft das Ganze halt ein bisschen. Ne? Das ist ganz klar. So, au. Das muss hier lang. So, hier die Hubbelpiste. Wir haben natürlich auch einen Pickup, der kommt überall durch. Ne? Das ist phänomenal. So, okay, hier haben wir wieder harte Vorgang. Okay, Police wollen wir nicht. So. Wir müssen erstmal hier zur Bank. Halt mal erstmal schön direkt vor der Haustür. Aus und aussteigen. Jetzt müssen wir aber mal gucken, ob wir das jetzt hier losbekommen. Nee, wir wollen ja nichts pachten. Wir wollen ja. Ach hier, Goldbahn verkaufen. Kredit? Nee, wollen wir auch nicht. Ach so, wir haben sogar eine Börse. Okay. Ah, okay. 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 Aber wo habe ich jetzt meine Goldbahn? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Habe ich doch. Also schreibt mir das mal in die Kommentare, falls ich bis Ende der Folge noch nicht gefunden habe, wo die Goldbahn, also die Goldbahn, Gottes Willen, die Goldstückchen sind. Au. Wer stellt denn auch dort mit, also wer stellt denn auch genau dort einen Hydranten hin? Mensch. Hätte woanders irgendwie Platz gehabt. Himmel, Herrgott, noch eins. So, gut. Wir werden jetzt hier nochmal reinquetschen. So, schön rückwärts. Ah, Bremsen sind natürlich auch definitiv richtig geil am Start. Ah, und zack, Handbremse an, Motor aus. Und dann gehen wir nochmal einkaufen. So, wir brauchen noch so eine Rutsche. Haben wir hier noch so eine Rutsche? Also die haben wir. Das ist die Erweiterung. Okay, zufügen. Das mit den Kosten hatte ich eigentlich umgestellt. Frage ist jetzt, warum dort immer noch 1 Euro angezeigt wird. Da brauchen wir 2. Okay, wunderbar. Gehen wir bezahlen. Stellen. Gut, da haben wir die hier draußen wieder liegen. Dann nehmen wir die mit. Und da können wir dann halt erstmal hinten aufmachen. Oh, zack. Na, komm her. Hallo, bitte. Und da können wir das dann noch mit anbauen. So, passt. Wackelt und hat Luft. Nicht ganz. Wunderbar. So, dann nimm die 2 Matten noch mit. Und da gehen wir um. Einmal. Und zweimal. Klappe zu. Klappe zu, aber du. So. Jetzt wird er mal kurz gekickt. So, machen wir Motor an. Hallo, nach vorne geht die Reise. Genau, jetzt fahren wir wieder hin. Und da bauen wir dann. Das ist der falsche Weg. Ja, Gott.
Es tut mir leid, Leute, es tut mir leid. Genau, dann fahren wir jetzt dorthin, dann bauen wir die Rutsche noch mit an. Heißt dann die Waldfee ist ja ganz gut. Warte. Hast die Einfahrt verpasst. Und dann noch die Matten mit rein. Dann werden wir nochmal Gold schürfen und dann schauen wir mal. Und ja, dann stellt sich mir immer noch die Frage, wo diese kleinen Goldkrümelchen sind. Also wo die sich abgelegt haben. Vielleicht, warte mal, wir hatten doch so eine kleine Flasche. Da müsste die doch normalerweise auf unserem Tisch stehen, den wir dort hatten. Also im besten Fall. Ja, wie gesagt, könnt ihr sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ja, dann sehen wir weiter. Ist echt eine rutschige Angelegenheit. Ne? Also ihr müsst wirklich mal in diesem Claim herumfahren. Es ist katastrophal. Es ist der blanke Wahnsinn. So, sind wir schon wieder am Ort des Geschehens. Da legt denn auch genau dort einen Stein hin. Menschenskinder. Es ist Wahnsinn. Also an meinen Vorkünsten kann es nicht liegen. Die sind definitiv wieder auf dem Punkt. Ah, ich find's geil. So, okay. Da fahren wir diesmal aber gleich hier hinter. Immer dann wieder so rumjuchteln und rumsuchen. Fahren wir jetzt gleich hierher. So. Handbremse, Motor aus. Zack. Und machen wir hinten wieder auf. Nehmen wir mit. Und dann müssen wir ja. Hallo, lass mich durch. Du Eng, kannst doch kommen. Ist natürlich, du siehst nichts, ne? Du siehst nichts, wenn du das Ding dran lässt. So, warte. Okay, haben wir noch die Rutschen drauf? So, jetzt müssen da eigentlich noch solche Matten drauf gehen. Theoretisch, also im besten Fall. So, hier haben wir eine Matte. Ne, nehmen wir mit. Schade, dass wir mal Beine tragen können. Mensch, wer hat Blumenbeine? Wahnsinn. Es ist einfach nur Wahnsinn. So, ah, genau. Okay. Oh, Matte drauf. Und zack. Matte. Zack. So, dann packen wir die noch dahin. Ah, dann noch in den Gemüsli. Gut, brauchen wir unseren Eimer. Ah, warte mal, wir haben doch hier ein paar mehr. Den nehmen wir mit. Ah. Können wir hier herstellen. Wenn wir die anderen Eimer nämlich auch noch nehmen können, haha, dann nehmen wir nämlich die. Haben wir ein paar mehr. Jawohl. So, wer läuft der Laden, ne? So, halt. Aber da können wir nämlich noch ordentlich die Matten auswaschen, ne? So, mindestens dreimal. Drei Eimer haben wir. Ne? Also, von daher. So, den noch mit. So. Und, wo ist der andere Eimer? Hallo. Hier wird geblieben. Jung, bleib doch mal stehen, Mensch. Super. Okay, dann machen wir das Ganze nochmal voll. Zack. Da. Können wir ganz schön schaufeln. Müssen wir ganz ehrlich sagen. Wir können natürlich auch beim nächsten Mal. Wir schauen dann gleich nochmal in unser Notizbuch. Denn da hat uns ja der liebe, das Onkelchen, hat uns da ja was aufgeschrieben. Und ja, da schauen wir dann gleich nochmal rein, was wir uns denn als nächstes zulegen können, beziehungsweise sollten. Ne? Denn wir müssen ja sehen, wir müssen hier dann langsam anfangen. Riesigen Nugget gefunden, alles klar. So, wunderbar. Denn wir müssen ja dann sehen, dass wir dann ja auch hier langsam anfangen, das Ganze mit Maschinen und so zu machen. Wir wollen ja nicht, wir wollen ja nicht unbedingt die ganze Zeit hier mit Eimer und Schaufel rumrennen. Das bringt ja so gut wie gar nichts. Okay, wunderbar. Halt, mehr. So, nochmal. Das Ganze, zack. Also ich finde das ja richtig toll, muss man ganz ehrlich sagen. Ja? Muss ich ganz ehrlich zugeben. So, warte mal, 8%, 8%. Okay, da können wir quasi nochmal voll machen. Das hattet ihr mir, glaube ich, auch in die Kommentare geschrieben, dass man die Matten nicht immer gleich leer machen muss, sondern erstmal schön immer voll machen und das Ganze. Deswegen, meine Lieben, machen wir das nämlich hier auch. Und ja, mal gucken, was dann noch so bei rauskommt. Ihr könnt auf jeden Fall, na, wenn ihr wollt, wenn ihr möchtet, das Projekt unterstützen, indem ihr ein Däumchen da lasst. Denn ihr wisst, ein Däumchen ist ein Träumchen und das ist halt eine kostenlose Unterstützung.
Denn ihr habt auch im letzten Jahr, ihr habt mega geil supportet und das ist einfach phänomenal. Und ja, ich möchte einfach dieses Jahr mit euch noch mehr erreichen, noch weiter vorankommen und würde mich da halt wirklich freuen, wenn wir das Ganze dann ja, gemeinsam weiter beschreiten, diesen Weg. Denn ich finde, es ist sehr schön mit euch zusammen. Euer Support, es macht Laune, mir macht es Spaß und ja, das ist, denke ich mal, die Hauptsache, wenn man hier mit Spaß und Freude dabei ist. Und weil, ich sag mal so, darauf kommt es ja an, ne? Hat man selber Spaß beim Aufnehmen und bei den Games, dann ist es ja auch für euch umso schöner. Klar, das Ganze hier ist etwas ruhiger gestrickt, einem drum und dran. Ich muss mal gucken, ob man hier vielleicht noch ein bisschen was mit Musik deichseln kann, dass ihr noch ein bisschen Musik im Hintergrund klimpern hört. Und ja, dann denke ich mal, sind wir da auf einem guten Weg.